Will's gehen. Für das viele Geld wirst du es ja ohne aushalten. Du weißt, Gary, ich habe deinen Vater sehr geschätzt. Du solltest mich mal anrufen. Ich weiß, dein Vater mochte mich nicht. Aber ich mochte ihn. Weiß immer noch nicht, was du hier willst? Weiß ich auch nicht. Der alte Kuhn ist eines natürlichen Todes gestorben. Das hast du schriftlich auf deinem Tisch. Du kennst doch den alten Spruch. Wenn auf dem Friedhof alle nicht entdeckten Morde schreien würden, es gäbe ein fürchterliches Gebrüll. Sag mal, wieso hat es dein Bruder plötzlich so eilig? Er muss in die Praxis. Eigentlich hast du es ja gut getroffen. Was habe ich gut getroffen? Dein Mann spielt Lehrer und merkt nichts und dein Freund ist Arzt und reich. Der ist doch nicht reich. Außerdem ist er nicht mehr mein Freund. Wir haben uns vor einem Vierteljahr getrennt. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Mit dir reden. Nicht hier. Hast du deinem Mann eigentlich jemals von deiner Vergangenheit erzählt? Was denn? Dass du, bis du ihn kennengelernt hast, als Nutte gearbeitet hast. Du bist ein solches Miststück. Ich weiß. Also um 4 bei mir, hm? Und wenn ich nicht komme? Du kommst. War es schlimm? Ja, war es. Ich hab's einfach nicht geschafft. Ist schon in Ordnung. Vielleicht hat mein Vater dir das übel genommen. Das glaube ich kaum. Er hat doch gewusst, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Wir waren alles da. Erspar mir das, Tillmann. Aber Ulle war da. Ja. Ich habe nicht geglaubt, dass sie kommt. Wir sehen uns morgen. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Ja. Ja, ich bin's. Ich wollte nur sagen, ich komme nicht. Das wäre ein Fehler. Es geht für dich um 500.000. Was hab ich mit 500.000 zu tun? Du kommst doch aus einem Milieu. Was für ein Milieu? Besorg mir einen Killer. Nur noch ein Gespräch, es geht sehr schnell. Ja, Graf hier. Ich hätte gern Dr. Kuhn gesprochen. Hören Sie, es geht im Moment nicht. Aber Sie haben doch gehört, es geht trotzdem nicht. Nein, der Herr Doktor hat nicht gesagt, er will nicht. Er hat gesagt, er kann nicht. Auf Wiederhören. Ja.
Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich suche ein Gerät zum Aufnehmen, sowas wie ein Diktiergerät. Mhm. Musik oder Sprache? Sprache. Das hier. Das ist recht groß. Haben Sie noch was Kleineres? Na klar. Hier. Ich muss kurz was ausprobieren. Naja, also in der Manteltasche, so gut ist das Mikro nun auch wieder nicht. Ich nehm's trotzdem. Okay. Ich bin's. Ich bin nicht als Patient hier. Da werde ich Ihnen auch keinen Platz anbieten. Was ich Ihnen zu sagen habe, das kann ich auch so sagen. Ich kann es schon herbeten. Und das langweilt mich, Herr Graf. Es geht um die Liebe meiner Frau. Können Sie mich damit nicht in Ruhe lassen? Was sind Sie für ein Mensch? Tja, da müssen Sie Ihre Frau festbinden. Sie haben doch gewusst, wen Sie heiraten. Danke, das nochmal. Ich habe jede Beziehung zu Ihrer Frau abgebrochen. Ist es jetzt gut? Wehe Ihnen, wenn das nicht stimmt. Was willst du? Ich denke, du hast Schluss gemacht mit ihr. Jetzt fang du auch noch an. Da ist nichts mehr. Und warum ruft sie dann an? Na, könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen? Wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir gar nichts vor. Sag mal, hast du vielleicht eine Zigarette? Nein. Ich denke, du hast aufgehört. Ich habe wieder angefangen. Für eine halbe Million könnte dir doch etwas einfallen. Was ist? Was bist du bloß für ein Mensch? Du bist kein Stück besser, sonst wärst du nicht hier. Also. Du hast doch überhaupt gar kein Geld. Ich erbe eine Million und wenn mein Bruder tot ist, sind es zwei. Was, wenn dein Bruder tot ist? Das wird doch nicht dramatisch. Ich kann es dir erklären. Du bist verrückt. Mein Vater und mein Bruder haben mein Leben zerstört, bevor ich überhaupt angefangen habe zu leben. Ich will das nicht hören. Du wirst es hören. Mein Vater hat mich bis zu meinem 14. Lebensjahr missbraucht. Danach jahrelang mein Bruder. Und jetzt bin ich dran. Und warum zeigst du deinen Bruder nicht an? Gibt mir mein Leben auch nicht zurück. Gibt Geld dir dein Leben zurück? Damit kann ich wenigstens so tun, als ob ich lebe. Männer lösen bei mir nur noch eins aus. Die Lust auf Mord und Totschlag. Bloß für einen Mensch. Du bist kein Stück besser, sonst wärst du nicht hier. Also. Du hast doch überhaupt gar kein Geld. Ich erbe eine Million und wenn mein Bruder tot ist, sind es zwei. Entschuldige bitte, ich habe es nicht geschafft, dich um 5 von der Schule abzuholen. Wo warst du? Ich? Was hast du? Ja, was ich gemacht habe, weiß ich. Ich war auf einer Beerdigung. Ja, der Vater einer Freundin. Einer früheren Freundin. Kenne ich die, die frühere Freundin? Nein, ist von ganz früher.
Manchmal denke ich, ich weiß noch zu wenig über dich. Was ist an einem Waisenhaus so Spannendes? Und manchmal denke ich, dass du mich nicht mehr liebst. Kann das sein? Was redest du da? Vielleicht sollten wir ein Kind adoptieren. Ich will keine Kinder. Ich muss nachher noch mal weg. Die Freundin trösten, oder? Ja, die Freundin trösten. Ich will jetzt gehen. Wenn das viele Geld wirst, ist ja ohne aushalten. Du weißt, Gary, ich habe deinen Vater sehr geschätzt. Kommst du hier rein? Du hast vergessen, mir die Schlüssel abzunehmen. Ich habe einen Gruß von deiner Schwester mitgebracht. Sie will, dass ich hier einen Mörder besorge. Stellst du dir das vor? Ich stelle mir gar nichts vor. Ich erbe 1 Million und wenn mein Bruder tot ist, sind es 2. Was? Mein Vater und mein Bruder haben mein Leben zerstört, bevor ich überhaupt angefangen habe zu leben. Ich will das nicht hören. Du wirst es hören. Mein Vater hat mich bis zu meinem 14. Lebensjahr missbraucht. Danach jahrelang mein Bruder. Stell das ab! Und jetzt bin ich dran. Den kann sie haben. Den Killer. Mach ein Treffen mit ihr noch für heute Nacht. Tillmann soll mitkommen. Und du verkaufst ihn ihr als Killer. Sie kennt ihn ja nicht. Und du wirst alles auf Band aufnehmen. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Nach dem Tod unserer Mutter. Ja, mit meinem Vater, das hat wohl gestimmt. Und mit dir? Zweimal haben wir miteinander geschlafen, mit ihrem Einverständnis. Und dafür soll ich jetzt mit dem Tod büßen? Willst du das? Willst du das? Nein. Nein? Sonst wäre ich ja nicht gekommen, oder? Hallo, ein Gin Tonic bitte. Hier sieht man dich auch mal wieder. Für mich auch. Okay. Was war denn das eben? Hat Gerald dir das nie erzählt? Was? Dass ich früher als Prostituierte gearbeitet habe. Nein, das wird er nie tun. Er schläft mit seiner Schwester und ich soll keine Hure gewesen sein. Das ist bloß eine Moral. Was machst du eigentlich so? Ich habe geheiratet. Einen Lehrer. Na dann, zum Wohl. Geht das Ding? Bist du nervös? Noch 10 Minuten. Mein Vater hat mich bis zu meinem 14. Lebensjahr missbraucht.
danach jahrelang mein Bruder. Und jetzt bin ich dran. Und warum zeigst du deinen Bruder nicht an? Gib mir mein Leben auch nicht zurück. Gibt Geld dir dein Leben zurück? Damit kann ich wenigstens so tun, als ob ich lebe. Musstest du nicht lesen, oder muss ich? Nein. Sag mal, Leo, was interessiert dich eigentlich so am Tod von dem alten Kuhn? Das habe ich ihn auch schon gefragt. Ja, da war doch ein anonymer Anruf. Und dann die beiden wortkargen Geschwister, die nicht miteinander reden wollten. Und 2 Millionen Mark Erbe. Haben die denn was gefunden bei der Obduktion? Nee, haben sie nicht. Aber was heißt das schon? Ah, jetzt ist aber gut, Leo. Aber hat Kress Richter... Ach, grüß dich. Ja, nein, nein, ihr seid hier richtig. Ihr werdet sowieso bei uns gelandet. Was? Aha. Ja, hab verstanden. Danke, wiederhören. Ja, vielleicht sollte ich den Bericht jetzt doch mal lesen. Der Sohn vom alten Kuhn ist gerade erschossen aufgefunden worden. Das war's dann wohl. Jetzt wart doch noch. Das ist doch eine idiotische Idee. Rechtsanwalt soll Killer spielen. Was jetzt? Tonbandaufnahmen zählen nicht vor Gericht. Das habe ich euch gesagt. Ja, aber die Polizei kann sie auswerten. Nur zur Fahndung. Nicht als Beweismittel. Jedenfalls nicht allein. Was machst du? Ich rufe Gerald an und sage ihm, dass ich nicht mehr will. Leo, nur diese beiden Einschüsse im Brustbereich. Vielleicht geht mal jemand ans Telefon. Ja, bitte. Hallo. Nichts. Aufgelegt. Die Anlage ist an. Drück doch mal drauf. Männer lösen bei mir nur noch eins aus. Lust auf Mord und Totschlag. Das war doch... Genau, das ist die Stimme von der Kuhn. Von der Beerdigung. Britta Kuhn. Die Schwester von dem Toten. Fangen wir auf Anfang. Wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir gar nichts vor. Sag mal, hast du vielleicht eine Zigarette? Nein. Ich denke, du hast aufgehört. Ich habe wieder angefangen. Für 500.000 könnte dir doch etwas einfallen. Was ist passiert? Sie können hier nicht rein. Ja, aber warum? Ich bin ein Freund von Herrn Kuhn. Ja, und ich eine Freundin. Sie können hier trotzdem nicht rein. Aber Sie können ja sagen, was geschehen ist. Herr Kuhn ist erschossen worden. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Jetzt will sich jemand sprechen, ein Freund und eine Freundin des Toten. Die sollen in der Diele warten. Wir kommen gleich. Sag mal, Leo, heißt das jetzt, dass wir seinen Vater wieder ausgraben müssen? Das weiß ich noch nicht. Die Tochter hätte jedenfalls einen guten Grund gehabt, ihn einzugraben. Das hat er die ganze Zeit irgendwie in der Nase gehabt, der Leo. Wie konnte das passieren? Das wissen wir doch jetzt noch nicht. Ein Nachbar hat Herrn Kuhn gefunden. Die Tür war offen. Waren Sie das vorhin am Telefon, der aufgelegt hat? Ja, das war ich. Warum haben Sie Ihren Namen nicht gesagt? Ja, das ist schwer zu erklären. Darf ich meinen Freund noch mal sehen? Warum? Warum starren Sie mich so an? Ihre Stimme haben wir gerade vom Band gehört. Zusammen mit der Stimme von Britta Kuhn. Und auf dem Band ging es um den Auftrag, Herrn Kuhn zu ermorden. Ja. Sie kommen mit ins Präsidium. Beide. Ich bin Rechtsanwalt. Ja, und? Es ändert überhaupt nichts. Bitte. Und ihr besorgt mir die Britta Kuhn.
Ist das jetzt eine Festnahme? Nein, aber es kann noch eine werden. Wir können Ihnen alles erklären. Ich war es nicht, wird aber nicht reichen. Der Tod von ihm und das Band. Wir haben alle Beteiligten. Genau, die eine Frau vom Band, den Toten. Und die Britta Kuhn holen wir jetzt. Jo. Nur der Tote kann nicht mehr mitspielen. Die sind noch nicht im Büro. Ja, jetzt warte mal ab. Kannst mir inzwischen den Sinn des Lebens erklären. So, was darfst du einen, der immer nur mit Mord und Totschlag zu tun hat, nicht fragen? Hm. Sag mal, können wir die überhaupt festnehmen, die Britta Kuhn? Gute Frage. Ja, Fess hier. Nein, könnt ihr nicht. Bringt sie einfach mal her. Bis gleich. Wenn Sie wieder ablegen wollen. Nein. Bitte nehmen Sie Platz. Mit dem Tonband können Sie kaum etwas anfangen. Sie müssen mich nicht über die Beweiskraft von Tonaufnahmen informieren. Also, erzählen Sie mal. Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich mir bei einer Aufnahme mit diesem Inhalt die Ohren zuhalte. Nein, natürlich nicht. Aber es wird Ihnen kaum etwas bringen. Warten Sie es ab. Sie wären also der Killer gewesen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wenn Sie Ihren Zynismus etwas beiseite lassen könnten. Uns beiden ist ein Freund getötet worden. Das war nicht zynisch gemeint. Also, ich höre. Was wollen die denn hier? Tja, da gibt's ein paar Möglichkeiten. Ihr auch. Das sind die Kollegen von der Mordkommission 2. Hallo. 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 Na ja, dann sehen wir uns mal um. Bitte. Es wäre ganz nett, wenn ihr uns mal sagt, weswegen ihr hier seid. Wir suchen die Frau Kuhn. Wo ist die denn? Die ist in der Klinik. Die hat einen Autounfall verursacht. Und ist sie schwer verletzt? Nee. Ist mehr zur Ausnüchterung da. Wir müssen die persönlichen Angaben überprüfen. Und warum seid ihr hier? Ihr Bruder ist vor 3 Stunden erschossen worden. Mehr kann ich Ihnen darüber nicht sagen. Ja, wir sind dann von der Bahn in Geralds Wohnung gefahren. Sie sind geschieden? Nein, nein, ich bin verheiratet. Die Beziehung zu Gerald ist seit einem Vierteljahr beendet. Hallo. Das ist mein Kollege Riedmann. Und wie sehen Sie jetzt Ihre Rolle im Zusammenhang mit dem Tod Ihres Freundes? Ich habe nur versucht, meinem Freund und ihr zu helfen. Und Sie? Ach, ich hätte auch nicht für 1 Million jemanden besorgt, um Gerald zu töten. Sind Sie Frau Graf? Ja. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Wie ist denn Frau Kuhn gerade auf Sie gekommen? Ich war mal Prostituierte. Ihr Mann war vorhin in der Wohnung des Toten und hat nach Ihnen gefragt. Das kann nicht sein. Das war aber so. Hallo. Wieso kommt ihr allein? Frau Kuhn hat einen Autounfall gebaut. Die liegt in der Klinik. Aber mehr zur Ausnüchterung, sagen die Kollegen. Sie hatte 2,24 Promille. Meine Kollegen werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Getrennt natürlich.
können gleich hier bleiben, Frau Graf. Dann kommen Sie bitte mit. Wenn du Hilfe brauchst, sag es mir. Ich brauche keine Hilfe. Dann hat Ihr Mann also von Ihrem Verhältnis mit Herrn Kuhn gewusst? Eigentlich nein. Entschuldigung. Haben Sie das gewusst, dass Ihr Freund Kuhn seine Schwester missbraucht hat? Nein. Ich habe auch nicht gewusst, dass Geralds Vater mit seiner Tochter geschlafen hatte. Wenn Sie das jetzt in Zusammenhang setzen mit dem Mord, welche Rolle spielt dabei dann für Sie die Schwester, Frau Kuhn? Darauf gebe ich Ihnen keine Antwort. Das mit dem Killer ist auch nur gegangen, weil ich und Frau Kuhn uns nicht kennen. Gute Nacht. Und Blick, Herr Chris. Der Herr glaubt, dass seine Frau bei der Mordkommission ist. Graf ist mein Name. Vielleicht braucht sie Hilfe. Mein Name ist Chris, aber Ihre Frau braucht keine Hilfe. Da ist ein Rechtsanwalt dabei. Ach, kommen Sie mal mit. Sie wissen, was passiert ist? Was hat sie mit seinem Tod zu tun? Woher wissen Sie überhaupt, dass Ihre Frau hier ist? Ich habe immer gedacht, es wäre vorbei mit Ihrem Freund. Ach, Sie haben sie nie zur Rede gestellt? Es bringt nichts bei ihr. Im Gegenteil. Man muss sie so lieben, wie sie ist. Aber es tut weh, nicht? Kann ich zu ihr? Nee, das wird jetzt nicht gehen. Ach, kommen Sie, wir trinken Bier zusammen. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Gress. Und wenn Ihre Frau nun da gewesen wäre, in der Wohnung von Herrn Kuhn? Dann hätte ich gesagt, sie soll damit aufhören. Sie soll wissen, dass ich sie liebe. Sagen Sie, dass meine Frau nichts mit dem Mord an den Kuhn zu tun hat. Bitte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Man hat uns gesagt, dass wir Sie hier finden. Was haben Sie ja nun? Wollen wir uns setzen? Nein, ich muss mich nicht setzen. Ihr Bruder ist tot. Mein Bruder ist tot? Ja. Also, was habe ich damit zu tun? Wir müssen mit Ihnen reden. Verstehe ich nicht, worüber? Was soll das denn? Auf dem Präsidium. Ich habe gefragt, was das soll. Naja, Sie haben doch einen Killer für Ihren Bruder gesucht. Aha. Das wissen Sie also? Ja, das wissen wir. Ich habe noch eine Untersuchung, dann können wir los. Was lehrt uns das? Dass es auch weibliche Kamikaze gibt. Wieso bist du nicht in der Schule? Weil ich krank bin. Und was hast du? Dich. Du warst gestern Nacht bei diesem Typen. Weißt du, dass er erschossen worden ist? Ja.
Und weißt du, was ich mir vorstellen kann? Nein. Dass du ihn erschossen hast. Du mit deiner krankhaften Eifersucht. Die Polizei sieht das aber anders. Für die hängst du damit drin. Du verteidigst dich nicht einmal. Dann würde ich mich anklagen. Ja, ich liebe dich. Wenn du glaubst, dass ich deinen Freund umgebracht habe, solltest du zur Mordkommission gehen. Nun sag's ruhig. Eins ist sicher. Es hat in der Wohnungstür geläutet und Gerald Kuhn hat seine Mörder geöffnet. Oder der Mörder hat den Schlüssel. Ja, es sind schon wieder mal zwei Möglichkeiten. Das ist Herr Hauptkommissar Kress. Frau Kuhn. Guten Morgen. Ist die Verletzung schlimm? Haben Sie keine anderen Sorgen? Beileidsbekundungen über den Tod meines Bruders können Sie sich auch sparen. Ich habe andere Sorgen. Wir haben ein Tonband von Ihnen, auf dem Sie einen Killer suchen. Und wir haben Ihren Bruder erschossen aufgefunden. Fangen wir mit dem Tonband an. Was ist? Und die hören alle zu? Ja. Sie werden mir jetzt Fragen über das Tonband stellen und die hören alle zu? Ja, die hören alle zu. Weil sie alle scharf drauf sind, zu hören, wie es mein Vater und mein Bruder mit mir getrieben haben, hm? Frau Kuhn, das ist eine polizeiliche Vernehmung. Ist es das? Also gut. Das erste Mal war ich 9 Jahre alt. Ich war gerade eingeschlafen. Mein Vater kam ins Zimmer und legte mir die Hand auf den Mund. Okay, hören Sie auf. Würdet ihr uns bitte alleine lassen? Können Sie sich vorstellen, wie mein Leben gewesen ist? In welcher Angst ich gelebt habe? Ja, das kann ich. Aber hier geht es jetzt um den Mord an Ihrem Bruder. Ja. Und um die 1 Million Mark mehr, die Sie partout haben wollten aus dem Erbe Ihres Vaters. Wenn Sie sowieso schon alles wissen. Sie haben also einen Killer gesucht. Das ist versuchte Anstiftung zum Mord. Wenn Sie mehr als nur das Tonband hätten, das wäre eine feine Sache für Sie, ne? Haben Sie aber nicht. Frau Kuhn, Sie haben doch nicht das Recht, Ihren Bruder töten zu lassen. Da bin ich anderer Ansicht. Ach, dann haben Sie ihn erschossen. Die Suche nach dem Killer, das war nur ein Ablenkungsmanöver? Ja. Ich bin in seine Wohnung gefahren und habe ihn erschossen. Dann habe ich mich betrunken, bin mit einem Auto gefahren, Totalschaden und na, vorher habe ich natürlich die Waffe noch von der Maximilianbrücke in die Isar geworfen. Frau Kuhn, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts, Ihren Bruder ermordet zu haben. Ihr nehmt jetzt bitte das Geständnis von Frau Kuhn auf. Moment, Leo. Ja, was ist denn? Kommst du noch mal? Leo, die Frau hat eine Psychose. Merkst du das nicht? Ja, und was ändert das? Soll ich sie deswegen laufen lassen? Die ist erregt. Die ist in einem chaotischen Zustand. Du kannst ihr ja sagen, sie soll sich das alles noch mal überlegen. Die ist krank, Leo. Gerd, ich weiß immer noch nicht, was du willst. Wenn du meinst, dass sie vor uns beschützt werden muss, dann besorg ihr einen Rechtsanwalt. Oder willst du mir sagen, dass sie haftunfähig ist? Nein. Ach, du denkst, ich verrenne mich? Nach der Beerdigung von ihrem Vater war sie auf Sauftour. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Dass sie möglicherweise ein Alibi hat.
Möglicherweise, Gerd, was soll das? Sie sitzt jetzt da drin, diktiert ihr Geständnis, was immer das ist. Das werden wir uns angucken und dann sehen wir weiter. Ne? Wartest du auf mich? Ich hol meinen Mantel. Ja. Ja, Doktor, es hätte ja sein können, dass du es Werner Riedmann schon gesagt hast. Also wann? Zwischen 11 und 12 Uhr nachts. Und um 10 nach 12 hat der Nachbar den Toten gefunden. Das sagt ja keiner, dass es präzise sein muss. Danke, Doktor. Wiederhören. Den Plan hatte ich schon lange. Am liebsten hätte ich sie beide umgebracht. Meinen Vater und meinen Bruder. Ich nehme an, wir werden Ihren Vater noch mal aus dem Grab holen. Ich habe ihn aber nicht ermordet. Der Tod ist mir zuvor gekommen. Das ist alles. Frau Kuhn, Entschuldigung, aber es bleibt schwer nachzuempfinden, allein für die Beschaffung eines Killers eine 500.000 auszusetzen. Aber sie hätte von dem Geld doch noch den Killer für meinen Bruder bezahlen müssen. Hm? Wahrscheinlich wollte ich mir das viele Geld sparen. Wäre doch möglich. So voll, wie ich war. Ach so, ja, das ist eine Strafanzeige gegen Leonard Graf wegen illegalem Waffenbesitz. Riedmann hat dir das rausgesucht. Ah ja, nach der Waffe müssen wir suchen lassen in der Isar, bei der Maximiliansbrücke. Jetzt im Winter. Da werden sich die Kollegen aber freuen. Ja, versuchen wir es nochmal. Ja. Noch zu! Moment! Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie kommen wegen Britta Kuhn. Ja, hab schon gehört. Ich wollte ihren Schlüssel abnehmen, damit sie nicht mehr fährt, aber nichts zu machen. Das ist Herr Kress, mein Name ist Heimann. Guten Tag. Möchten Sie was zu trinken? Nein, danke. Haben Sie auch gehört, dass der Bruder von Frau Kuhn letzte Nacht erschossen worden ist? Kannten Sie den? Nur aus den Wutausbrüchen von Britta. Ja, die ist gerade bei uns und hat ein Geständnis abgelegt. Sie hat ausgesagt, dass sie bei Ihnen war und dass sie getrunken hat. Ja, ja, sie hat fast eine ganze Flasche Wodka getrunken. Wann ist sie denn weg hier? Na, was ist? Wann war denn der Mord an dem Bruder? Die Frage war, wann ist Frau Kuhn hier weg? Um eins. Sie war die Letzte. Also. Und sie war die ganze Zeit hier. Sie war die ganze Zeit hier. Ist noch zu! Kommen Sie ruhig näher. Wo stand Ihr Bruder, als Sie auf ihn zielten? Ich weiß nicht. Hinter ihm links war die Stereoanlage, glaube ich. Und wie viele Schüsse haben Sie dann abgefeuert auf Ihren Bruder? 3 waren es. 3? Ich weiß es nicht mehr genau. So, hier rein bitte. Können Sie sich wenigstens an die Uhrzeit erinnern? Durch irgendwas? Frau Kuhn, Sie können gehen. Der Haftbefehl gegen Sie ist aufgehoben. Ich werde Sie aber anzeigen, wegen Vortäuschung einer Straftat
und wegen Behinderung von Ermittlungen in einem Mordfall. Außerdem werde ich versuchen, den Vorwurf der Anstiftung zum Mord gegen Sie durchzusetzen. Was sind Sie nur für ein Mensch? Sie haben kein Mitleid. Das eben war eine Erleichterung für mich. Tausendmal habe ich die Ermordung meines Bruders durchgespielt. Tausend und einmal. Und dieses eine Mal war jetzt eben laut für alle zu hören. Gehen Sie jetzt bitte. Wir sprechen uns morgen. Lassen Sie die Dame bitte im Streifenwagen nach Hause bringen, ja? Sie kann es nicht gewesen sein. Sie war zur Tatzeit ohne Unterbrechung in ihrem Stammlokal. Nur um euch eine Erklärung zu geben. Ach, du bist uns doch keine Erklärung schuldig. Jetzt können wir wieder bei Null anfangen. Und was ist eigentlich, wenn die Tatzeit nicht stimmt? Dann stimmt die Fundzeit, die der Nachbar angegeben hat, auch nicht. Jetzt wollt ihr mich fertig machen, was? Was ist denn nun? Bring Herrn Graf rein. Wir haben Herrn Graf zufällig im Stammlokal von Frau Kuhn getroffen. Oder war es kein Zufall? Bitte nehmen Sie Platz. Es war kein Zufall. Jedenfalls von mir aus nicht. Sondern? Ich habe nach meiner Frau gesucht. Ich wusste, dass sie Frau Kuhn aufsuchen wollte. Herr Graf, Sie waren mal im Besitz einer Faustfeuerwaffe. Illegal. Wozu haben Sie die gebraucht? Das ist mein Kollege Richter, den kennen Sie noch nicht. Da habe ich eine gute Erklärung für. Ja, ich bitte darum. Das war zu der Zeit, als meine Frau und ich heiraten wollten und ich sie aus ihrem Milieu rauskriegen musste. Und dann habe ich sie weggeworfen. Und Sie haben sich danach nie wieder eine Waffe zugelegt? Ja, wozu? Geradeaus, vorne rechts, an der Ampel. Dann hier. Auf der rechten Seite, bitte. Danke. Das kannst du dir Denkst du, wir haben nichts mehr zu reden? Nein. Danke, später. Okay. Dein Bruder ist tot, du erinnerst dich. Und nun erbst du statt 1 Million 2 Millionen, richtig? Und 500.000 war dir der Tod deines Bruders doch wert. Jetzt ist er tot. Die Polizei hat mich in Verdacht. Wenn es so wäre, wärst du nicht hier. Wer hat meinen Bruder getötet? Das musst du nicht wissen, das war nicht vereinbart. Ich habe das Geld aber noch nicht. Mir reicht eine kleine Anzahlung. 50.000? 50.000.
Morgen Nachmittag. Bei mir. 17 Uhr. Na, siehst du. Ich stoße nicht mit dir auf den Tod meines Bruders an. Dann lass uns auf das Geld anstoßen. Auch auf das Geld stoße ich mit dir nicht an. Was ist denn passiert? Ach, nichts. Ich nehme die Flasche mit. Kommst du her? Was geht dich das an? Ich will wissen, wo du herkommst. Ich will endlich wissen, wo du herkommst. Ich will nicht, dass du dich wieder rumtreibst. Hörst du? Das hast du lang genug getan. Dann bring mich doch um. Dass du nicht ganz dicht bist, hast dich sogar bis zur Polizei rumgesprochen. Du warst bei der Polizei. Das geht dich einen Dreck an. Bist du mich ganz los? Dann werde ich dich finden. Und dann? Du hast mir ein Leben gegeben und du wirst mir eins nehmen, ist es nicht so? Ja, das ist so. Dann siehst du dir doch an, unser mieses, kleines Leben. Obduktionsbericht. Ja, danke schön. Herr Bonner? Herr Bonner möchte sein Protokoll unterschreiben. Ja, danke. Bitte nehmen Sie Platz. Hier, lesen Sie es in Ruhe durch. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Frau Graf? Nein, ich habe kein Interesse an Frau Graf. Aber als angeblicher Killer hätten Sie ihr geholfen. Das wäre für meinen Freund gewesen, Gerald Kuhn. Morgen. Morgen. Wir haben eine neue Situation. Wieder mal. Thank you.
du ablegen? Wozu? So lange wird es doch nicht dauern. Hast du das Geld? Ja. Hast du wieder ein Aufnahmegerät dabei? Wozu? Es ist doch vorbei. Es ist nie vorbei, glaub mir das. Das Geld. $50,000. So ist das. Ja, so ist das. Da Sie für die Vermittlung eines Killers kassiert haben, werden Sie uns sicher auch sagen können, wer den Mord an Gerald Kuhn ausgeführt hat. Mein Mann. In Erfüllung des Auftrags von Frau Kuhn? Nein. Er hat ihn einfach umgebracht. Aus Eifersucht. Und die Waffe? Die Tatwaffe kann ich Ihnen zeigen. Es fehlen 2 Schuss. Ach, Sie wissen, wo die ist. Ja. Und Ihr Mann ist wo? In der Berufsschule, nehme ich an. So lebt mein Mann. Zeigen Sie uns jetzt die Waffe. Ich dachte, da hätte sie wieder hingelegt heute Nacht. Dann hier. Nicht anfassen. Zwei Schuss fehlen. Das Kaliber stimmt. Und frisch geschossen wurde auch daraus. Dann hol uns mal den Herrn Graf. Aber nimm dir einen Streifenwagen mit. Okay. Ich möchte einen Rechtsanwalt. Ja, Kress hier? Ich gehe ins Labor. Ich werde es Frau Graf ausrichten. Danke. Ihr Rechtsanwalt, Herr Bonner, er wird sich beeilen, soll ich Ihnen sagen. Welcher Teufel hat Sie geritten, sich das alles auszudenken? Ich habe mir gedacht, warum es nicht auch mal für mich ein kleines Stück Glück geben könnte. Geld ist doch nicht gleich Glück. Bei meiner Biografie schon. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab. Herr Graf, können wir uns darauf verständigen, dass Sie Gerald Kuhn erschossen haben? Als ich meine Frau kennengelernt habe, wusste ich es sofort. Sie ist meine große Liebe. Und sie ist mein Untergang.